weiß nicht, ob es Tag 40 überhaupt gibt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so gerne noch haben wolltet. Gehen wir mal in die Kirche. Ich weiß nur, ich bin einmal in der Kirche gestorben. Ja. Ich hoffe, das wird mir heute nicht passieren. Nehmen wir das mal mit, vorsorgshalber. Gedöns. Was ist denn der Pfarrer? Das ist gut. Wir können die Bänke zerkloppen, okay. Moin, moin. Da, ach, da hockt er ja. Na gut. Alter, hier ist ja viel Grell. Was? Ich hab eigentlich nichts. Oh, nice. Nice. Nein. Da hatten wir tolle Sachen. Ich hoffe, du haust mich nicht. Oh. Rest in peace, my friend. Hoffentlich ist hier niemand drin, der mich hauen würde. Das war ja klar. Kommst du hier hoch? Ja, klar kommst du hier hoch. Du bist Pavle. Drin. Gehen wir rein. Da oben ist er, ich hoffe. Hallo? Du da? Jung? Sollte mal gucken, ob er aggressiv ist. Aggressiv, Junge! Ja. Menschenskinder. Übrigens, was ich bald mal wieder Lust hätte, wäre SMP. SMP zu spielen. Wenn ihr irgendeinen Server kennt, der gut ist, Real-Life-Server, schreibt mir die IP mal in die Comments. Können wir da mal gucken. Weil wär schon nice. Ja, schon nice. SMP habe ich eigentlich immer gemocht. Ich weiß, eine gewisse Zeit lang habe ich das Play nicht mehr gemacht, weil es. Ja, weiß auch nicht. Einfach so. Aber jetzt hätte ich wieder Lust drauf. Hast du, Nase, alles mitgenommen? Der hat schon alles mitgenommen, oder was? Nein, das können wir mitnehmen. Ich weiß nicht. Ja, wie wär's mit der Leiter? Oder. Ah, die ist, glaube ich, verbaut. Okay. Da ist nichts.
Wie er auch immer die Türe einrennen muss, ne? Normal reingehen geht nicht. Nein, wir müssen sie umrennen. Da unten noch gucken. Ob da irgendwo hinkommt, was sich lohnen würde, mitzunehmen. Nein. Na gut. Dann gehen wir wieder. Auch hier schreibt mir mal Themenvorschläge in die Kommentare, was ich so labern soll. Ich habe mir so zwei, drei Themen ausgedacht. Wenn ich dran denke, kann ich quatschen drüber. So, war eine gute Idee von mir, ein Sägeblatt mitzunehmen. Wir müssen gucken auf die Zeit. Nehmen Medikamente, geil. Noch mehr so Köder. Ich gucke jetzt einfach hier kurz, was hier noch ist, und danach verziehe ich mich. Alkohol. Nice. Schnaps sogar, das sind noch hochwertiger. Komm schon, Teile. Zigaretten, okay. Rennen zum Ausgang. Sollen wir noch zeitlich packen? Ja gut, er kann hier raus. Junge. Wer ist jetzt ernsthaft zur Kirche zurückgerannt? Okay. Ja, schreibt mir Themenvorschläge in die Kommentare, über was ich so quatschen soll. Ein Thema wollte ich eigentlich noch anschneiden. Bezüglich Paris. Ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, was da abgegangen ist. Also ich finde es wirklich furchtbar. Leicht krank, dann leg dich wieder hin. Ja, ich finde es furchtbar, dass es überhaupt Menschen gibt, die so etwas machen. Ja, ich weiß nicht. Man kann diese Tat eigentlich nur verurteilen, verabscheuen. Aber was ich auch sagen muss, ist, was daraus resultiert ist, dass ja, klar hat man Mitleid, klar tut einem das Ganze leid und man möchte Paris auch irgendwie sein Mitgefühl ausdrücken, aber bei allem Respekt, überall auf der Welt passiert gerade sowas. Im Irak, in Libanon war, ich glaube, einen Tag später oder so, oder einen Tag früher sogar, auch eine Bombe hochgegangen, hat x Leute in den Tod gerissen. Davon quatscht niemand. Klar, Paris ist näher, aber der Terror ist überall, weltweit. Und ich finde, gerade auf Facebook habt ihr es bestimmt mitbekommen. Gleich, weiter. Was geht es? Hallo, ich bin's wieder. Ist alles recht gut gelaufen. Ich dachte mir also, dass mir vielleicht noch einmal helfen könnte. Ich kenne eine reiche Familie, verurteilten gehorten konnte. Sie weigert sich allerdings zu teilen. Vielleicht sollen wir ihnen einen Besuch abstatten. Ja. Können wir machen. Gut. Eben. Klar, sollte man Paris, kann man Paris sein Mitgefühl ausdrücken. Ist ja auch wirklich traurig, was da passiert ist. Aber, im Libanon sterben, es sind auch zig Leute umgekommen wegen so einer dummen Autobombe. Und davon quatscht niemand, auch auf Facebook. Das habt ihr bestimmt auch gesehen. Man konnte, oder man hat das Profilbild hat in blau, weiß, rot und französischen Flagge eingefärbt. Und so, dass anscheinend Paris sein Mitgefühl auszudrücken. Was soll das? Das ist kompletter Quatsch. Dann könntet ihr jeden Tag euer Profilbild ändern. Also, versteht mich nicht falsch. Klar, sollte man sein Mitgefühl auch irgendwie austeilen, aber wie gesagt, könntet ihr während ihr den ganzen Tag mit beschäftigt oder einmal pro Tag das Profilbild zu ändern, weil ihr es halt immer ändern müsst. Weil überall auf der Welt das passiert.
das verstehe ich nicht irgendwie. Das, wieso man so etwas macht. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, falls ihr sowas gemacht habt, wieso. Weil ich finde es absolut Käse. Also nicht daneben, aber völlig unnötig. Ja. So viel dazu. Und auch bei uns, was bei uns halt relativ krank ist, finde ich, dass man halt alle Muslime in einen Topf wirft. Nur weil so ein paar Spacken den Glauben Islam als Entschuldigung nutzen, diese kranken Dinge zu tun. Ich kenne einen Haufen Leute, die Islam, die Muslimen sind, vom Glauben her, und das sind herzensliebe Menschen. Also ich habe bis jetzt noch keinen Muslim gesehen, der irgendwas Böses wollte. Klar, die Ausnahme bestätigt die Regel. Aber ich finde das absolut lächerlich. Ich bin überhaupt nicht, ich glaube an gar keinen Gott. Ich bin zwar Christ auf dem Papier, aber im Kopf, ne. Danke. Ich glaube nicht, dass irgendein Gott jemanden dazu beauftragt, Leute umzubringen. Ich habe den Koran, oder wie das Buch heißt, bei uns ist es ja die Bibel. Ich glaube, es heißt Koran. Ich bin mir nicht, wie gesagt, Religion bin ich überhaupt nicht so gewandt, aber auch, das kann ich nachher noch erzählen, überhaupt kein Freund von. Ich glaube es nicht, dass ein Gott die Menschheit oder seine Gläubiger dazu aufruft, andere Leute, andersdenkende Leute umzubringen. Aber ja, ich habe den Koran nicht gelesen. Wer das gemacht hat, kann mir das gerne in die Kommentare schreiben, aber ich glaube es nicht, dass es so ist. Ja. Ich finde Religion. Ich will jetzt niemand auf den Schlips treten. Wer an Gott glaubt, auch an welchen Gott auch immer, das ist völlig okay. Habe ich absolut nichts dagegen. Harmloser Irrer. Quatsch. Die sollen schön schlafen. Plündern und Wache stehen. Ja, halt, Religion. Ich bin absolut nicht, ich glaube an gar nichts. Außer an das, was ich sehe. Weil ich, in meinen Augen ist Religion der Hauptschuldige bezüglich Konflikten in dieser Welt. Weil, schaut euch an. Zweiter Weltkrieg, Hitler. Wieso hat Hitler das Ganze ausgerufen? Wegen den Juden. Weil er die irgendwie nicht mochte und die alle vergasen wollte. Gäb's das Judentum nicht, hätte es im Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich nicht gegeben oder in einer anderen Form. Ich bin auch geschichtsmäßig nicht so bewandt. Wenn ich irgendwie Käse erzähle, ne, dann schreibt es mir in die Kommentare bitte. Aber ja, und jetzt auch hier, Islamischer Staat. Gäbe es Religion nicht, gäbe es diese Missgeburten, diese Typen nicht, beziehungsweise würde man den Islam dafür nicht in den Dreck ziehen. Greifst du mich an? Ja, dann würde man den Islam nicht in den Dreck ziehen, würde man sagen, ja, das sind irgendwelche Irre. Aber die beschmutzen gar nicht Islam. Es tut mir auch übelst leid für die Leute, die halt sich gesittet benehmen können und Islam glauben. Das ist ja. Ich finde es sowieso auch ein Witz mit dem Papst und dem ganzen ein Typ Gottes auserwählt oder irgend so ein Quatsch. Was soll das? Entweder mag er alle oder niemanden. Oder es gibt ihn überhaupt nicht. Ich bin ja eh der Meinung, es gibt ihn überhaupt nicht. Von dem her. Ja. Weiß es halt auch nicht. Ich persönlich glaube an keinen Gott. Nur den Autogott. Haha.
Den Autogott gibt es bestimmt. Der rast irgendwo im Himmel umher auf Wolken und. Ne? Ja. Hey, war hier nicht was? Ach, der Kasten. Ja gut, mehr gibt's eigentlich nicht. Dann können wir wieder zurück. Warte. Was ist das? Neben dem Hotel. Da? Das ist Grab. Naja. Haben wir eh nichts mehr hier. Ist zurück. Ja. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr für einen Glauben habt und wie ihr dazu steht, zur Religion allgemein. Nicht auf irgendeine Religion bezogen, sondern alle. Ich find's absolut Käse. Wie gesagt. Ja, Spiel. Hallo, wir wurden ausge... okay. Sehr gut. Ah, jo. Tag 27. Man kann Kinder nicht einfach drin einsperren, ohne dass es etwas zu tun gibt. Also ich, also hat mein Junge eine Fußballmannschaft gegründet. Es war herzzerreißend, ihm beim Trainieren im dunklen Kellergeschoss zuzusehen. Sie kamen auf die Idee, ein Pogoren-Turnier zu organisieren. Obwohl ich große Angst hatte, haben wir drei alle andere Mannschaften eingeladen. Doch wir mussten ein ernsthaftes Problem lösen. Was wäre? Red mal mit ihm. Wo ist Tanja? Katja. Geh du mal was essen? Wie viele Medis haben wir? Drei. Kannst dir mal eines reinhauen? Und ich... Ach, sie ist nicht mehr krank. Okay. Dann nicht. Tut mir leid, Mäuschen. Unsere Sachen. Geh du mal... Wir können danach hier Wasser machen. Stimmt. Wie viel Holzbrenndinger Gedöns haben wir? Drei. Geh du mal Holzbrenngedönsdinger machen. So. Nicht mitbekommen, dass sie nicht mehr krank ist. Was willst du jetzt wieder? Ach, tauschen. Die sehen alle gleich aus. Also der Typ, meine ich, der vorhin da war, mit dem dann Roman mitgegangen ist. Und der Typ da oben sehen gleich aus.